Oh Gott, 28 Sekunden. Ich. Gibt keine Wünsche. Frei. Alle wunschlos glücklich. Ja, ich möchte auch mal wieder gewinnen hier. Dann wäre ich auch mal wieder glücklich. Wenn mein Gegner da ist, bin ich auch glücklich. Oh, Blunderpanda ist ein sehr starker Spieler. Ich weiß. Da muss man Obacht Aber wir haben ja geben. festgestellt, dass wir niemanden über- und niemanden unterschätzen. Wir überschätzen auch niemanden. Nee. Hier wird niemand Was gibt's überschätzt. denn da zu lachen, gell? Ja, das ist gewissermaßen lustig, zu sagen, ich überschätze niemanden. Weil dann sagst du, niemand ist stärker, als du denkst. Ja, gewissermaßen. Hä? Man schätzt einfach nicht. Man guckt. Das ist die Message. Oder was war daran jetzt nicht verständlich? Nein, überschätzen heißt ja auch, dass du dann Angst vor jemandem hast oder so. Ja, oder dass ich einfach denke, ui, das ist ein starker Spieler. Ja, kann man ja auch. Aber nur wenn er Ist nicht schlimm. ich dachte, du kannst da mit dem Läufer reingehen Ach und einen so. Vorteil erringen, aber ist Will egal. ich nicht. Will keinen Vorteil. So, diesmal habe ich immer in 5 Minuten. Das ist doch schon mal positiv zu bemerken. Ja, der Abtausch war jetzt nicht Zum grandios. FDA. Ist okay, oder? Ja, ist okay. Also, je nachdem, wie er weiterspielt. Ich glaube, das war, ja, vielleicht ein Fehler. Das wird sich noch So, zeigen. D5 könnte aber mal funktionieren. Muss Naja, aber ich jetzt aufpassen. kommt er für G5 und dann muss er aufpassen. Müssen alle aufpassen. Ja. So Das ist beim ist Schach das immer so. beim Seit Schach. jeden Zug muss man aufpassen. Weiß ich gar nicht, Patrick. Ich habe es Doch, noch. ich glaube, das stand doch hier Aber ja. irgendwo im Twitch-Chat. Hatte das, glaube ich, jemand geschrieben. Nö, Ah ja, frei für alle. Der Rage Panda. so, ich schlag hier. Müssen wir ja mal rechnen hier. Ja, muss man wirklich, ne? Was passiert, wenn du dann nimmst du noch der E4? Mit D6. Ist mal leicht kompliziert, oder? Ja, ich glaube, ich nehme lieber hier. Hat sie Und dann hier habe irgendeinen ich Trick mal? irgendwas. Läufer Nein. E5? Ah, ne, dann macht er Dame E5. Ja, dann machst du Da kann ich Dame Ausschlag D4. Ach, keine ausschlagen. Ahnung. Ja, Dame E5 kann ich doch schlagen. Ah ja, dann macht er. Naja. Ja. Der könnte aber Dame B7 Dann machst du spielen. Dame D7. Oh ja. Also vielleicht oh ja, ne? Wissen wir auch nicht so genau. Aber mal gucken. Das ist doch ein netter Mehrbauer. Läufer F6. Springer D7, Läufer da. Oh Gott, Turm E8, das ist ein Trick. Vom Was für ein Blunderpanda. Trick? Ich denke, Läufer F6 kann er machen. Warte mal. Geht nicht ganz, ne? Turm D1, Springer D3 dann. Bauer mehr im Endspiel. Ist nicht leicht, aber wir hatten ganz viel Springer gegen Läufer im Endspiel. Deswegen habe ich keine Zweifel, dass du das schaukeln wirst hier. So, jetzt muss ich mir erstmal einen Plan machen hier. Ja, König aktivieren ist immer eine gute Idee. Mit G3 H4 aufstellen, kann auch machen. Turm rausbringen ist eine gute Idee. Zu so einem Turm auf die E-Linie oder so. Ja, stimmt, hier kann ich, hier ist eh nichts zu holen, ne?
Dann mal. Turm E4, dann den König. Ein bisschen aktiv werden, vielleicht mal A4. Ja, er wird ja wahrscheinlich irgendwann mal Turm C8 machen. Dann musst du schauen, dass du C3 spielst. Dann den König ja, rechtzeitig ranholen. Ich finde A4 gut. Ja, sieht gut aus. Also. Das ist wieder hier. Was sehr ist das? Präzise Endspielkunst. Oh, überhaupt noch nicht. Kannst du mal bitte aufhören, vorher schon über irgendwelche Fazite zu ziehen? Faziten? Ich mag das nicht. Weil aber ich ziehe Zwischenfaziten. Nämlich, dass ich das. Ich finde, du verbesserst deine Stellung. Das sind sichtbare Fortschritte, das finde ich gut. Aber Arbeit ist noch notwendig, um das zu gewinnen. Aber zum Beispiel weiß ich noch nicht, was mein nächster Zug ist. Hilft dir das mit F4, G3 dich noch so ein bisschen hinzustellen, dass er weniger Felder hat? Oder erstmal G3? G3 schadet erstmal nichts, ne? So, jetzt würde ich aber gerne mal hier. Das ist ja eigentlich nur dein König woanders hinstellen. Dann kannst du Turm. Ach nee, er kann ja Turm D5 machen immer, ne? Ah, jetzt hängt der A6, ja. Verstehe. Du richtig erkannt. Verstehe, verstehe. Very smart. Was denn damit? Ja, vielleicht. Warte, vielleicht kannst du erst nehmen, aber ja, das sieht doch schön aus. So, 1,39. Ah, Ja, hätte ich vielleicht doch erst nehmen sollen, ne? Jetzt gehst du halt zurück, ne? Ist ja auch kein Weltuntergang. Wo gehe ich zurück? Ich dachte nach hier, also. Macht der Läufer E7, machst du Turm E4, dann hängt da erstmal der Läufer. Ach, könnte F4 aber Turm E6 machen. Ja. Hm. Ah, jetzt kann der König vielleicht das drüben unterstützen. So, ich muss jetzt nur ein bisschen flotter werden hier. Ja, 1,17. Ja, ist irgendwie so lange Schachs hat, ein bisschen lästig. Nicht einstellen hier. Das dürfte ja noch gehen. C4 machen auf Turm D6 oder so. Oha, jetzt holt er sich Gegenspiel hier. Das nervt doch mich. Vielleicht mal A4, sonst ist der H2 was, weg. H4? H4. Bevor er Turm H1 macht mit H4. Ja, und dann Turm D1 Schach. Ich C4? Nee, gut, weiß ich nicht. Mach. Red mir doch bitte nicht so rein. Jetzt ist mein Turm hier. Große Katastrophe. Der hängt, alles hängt. Aber Hauptsache, ich habe den unwichtigsten all meiner Bauern geschützt. Was? Und mich total hier verkrepelt. Oh. Es war echt nicht schön, was hier kam. Bauern nimmst du durchlaufen? Oh Gott, 28 Sekunden. Ich glaube, jetzt stehe ich schon schlecht, ne? Ja, also nichts, was man irgendwie verlieren muss, aber. Der Läufer hat nicht so viele Felder. Ja, Läufer F6 wird wohl kommen, oder? Halt riskant, ne? Wenn du jetzt nicht abtauscht. Das
30 Sekunden. Mann, aber wie ich gesagt habe, dass du nicht vorher sagen sollst, wie gut ich das Endspiel spiele, wirklich. Warte mal, jetzt stehst du wieder C7 auf Gewinn. Ja, das schaffe ich aber ja nicht mehr. Mit 7 Sekunden. Und C8 Pre-Move. Ja. Und Maus beim König. Jetzt wieder. Rausnehmen. Turm. Ja, oder König? Und den Bauern aus dem. Oh. Oh Mann, das war so schlecht, ey. Oh, das tut mir selber so weh. Aber das war 0,1 Sekunden. Hast du es geschafft halt. Oh, aber er hat ja auch nur noch so wenig. Da hätte ich ja eigentlich hier. Ein paar mehr Schach geboten. Ja. Das schmutzige Zeitnothacken. Welcher Zug? Welcher Zug hat verdorben? Ja, H4. Eindeutig. Also okay. Wirklich. Aber man hätte auch dann noch vieles anders machen können. Aber H4 war wirklich Quatsch. Sie ist ein. Springer D5 war Quatsch. Aber ja, okay. An der Stelle. Ich wollte ja Springer E3 spielen. Ja, der ist wahrscheinlich besser. Läufer B6, Turm H1, H4. Ja, hier ist schon was schief gelaufen. Das stimmt, aber H4 war natürlich nochmal die Krönung allen. Übelst. Aber ist das wirklich so schlecht? Ist das wirklich so schlecht, wenn du hier auf Turm D1 vielleicht König E4 machst? Stehst du dann so schlecht? König E4 und dann irgendwie. Ja, aber hier muss ich echt schon aufpassen, ne? Mit F5 und dass ich nicht da plötzlich alles einstelle. Schachmatt! Ja, okay. Zugegeben. Ja, Krishnan, New Play Zone. Yes! Und ihr seht, in der neuen Play Zone wird ordentlich rumgehackt. Oh Mann.